Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alpha Protocol und wir sind immer noch auf der Jagd nach Deng. Aber es sieht gar nicht so schlecht aus, wir haben auch voll Leben. Und hier irgendwo muss er sein. Hier ist er doch vorher reingerannt. Ah, ne, hier, da. Ah, jetzt kommt der finale Kampf gegen den. I didn't think you were one to hide, Deng. You're missing your big opportunity. Show yourself. No. It ends here. Deng, wo bist du? Ah, da. Und rein. Nö, ich muss erstmal durch seine Panzerung durch. Ja, ich habe ihn besiegt. Finale. Finish it. This doesn't make sense. I've read the files on you and Sung. Why would you try to kill him? I might not have been able to stop you, but my people will make you pay for killing Sung. You're a double agent? For how long? All my life. I won't pry then. That is, consider it for a hired killer. What are you talking about? I'm not here to kill anybody. My sources were clear. Michael Thornton has come to Taipei to assassinate President Sung. Funny. My sources made it pretty clear you were here to kill him. Then your sources are mistaken. Hey, deine aber auch. You're not the assassin. Oh, shit. No! Damn it! I don't see anybody. I tried to warn him. I sent him everything I had on the assassination attempt. Mike, emergency frequencies are reporting riots breaking out. And they're getting ugly. Additional security forces are en route. Copy that. Omen, we've got trouble coming in fast. I'm guessing you want to get to the bottom of this as much as I do. Yes. Then let's move out. Tja, ich hoffe, er hat sich dazu entschieden, doch die Sicherheits... We're clear. Mina, I'm patching Deng into our connection. Can you give us an update? Reports are still sketchy, but the news is saying Sung survived the attempt. He was wearing a bulletproof vest thanks to a tip from an anonymous source. He survived? I'm glad the information I passed to him did some good, at least. So, erfüllte Ziele, 4 von 6. Okay, irgendwas habe ich übersehen. Im Gegenzug dafür, dass Thornton Hong Shi half, sicherte er sich die Unterstützung der Triade Berge der Weißen Eiche bei seiner Mission. Agent Thorntons Verbindung zu Albatros brachte ihm die Unterstützung einer G22-Zelle ein, die ihm Deckung gab. Agent Thornton trieb Omen Deng durch die gesamte Memorial Hall, bevor er den chinesischen Agenten besiegen konnte. Während Thorn Deng unschädlich machte, gelang es dem tatsächlichen Attentäter leider, auf Präsident Sung zu schießen. Präsident Sung überlebte den Attentatsversuch, Agent Thorntons Eingreifen hatte ihn überzeugt, bei seiner Rede eine kugelsichere Weste zu tragen. Das Versäumnis, keine stärkere Sicherheitskräfte in die Menge zu platzieren und pro-separatistische Rhetorik führten jedoch dazu, dass in der gesamten Stadt Unruhen entbrannten und dass sich die Spannung zwischen Taiwan und China verschärft haben. Aber Sung lebt.
Das ist das Wichtigste. Und damit müsste Taipei auch abgeschlossen haben, oder? Tragedy was averted today when an assassination attempt on Taiwanese President Ronald Sung proved unsuccessful. Government spokesmen say the president was warned about the attempt earlier this week by an anonymous source, which convinced him to wear a bulletproof vest during his speech. The president was taken to Taipei City Hospital, where he is reported to be in stable condition. News of the president's survival was not enough to quell riots that broke out shortly after the attack. Police say instigators within the crowd convinced spectators that the attack was part of a Chinese plot, which sparked the riot that has so far killed 23 people. Heck, calling Thornton. Come in, Thornton. Yeah, Heck, I'm here. Just a heads up, Mike. There's some folks out there that really hate you, pal. I suppose it's too much to hope that you did unspeakable things to them. So this VCI comes to me and he says to me, Steve, I got a proposition for you. I always figured VCI as the offer you can't refuse types. So after I pop three of his fingers off for calling me Steve, I say, and what proposition might that be, my good man? Heck. This guy says to me, oh God, please don't kill me. I just came here to offer you $5 million to give Michael Thornton up as Ronald Sung's assassin. Tell me you didn't. Not gonna lie, buddy. I was really tempted for a minute there. But I kinda like you, so I told him to piss off. Then I set him on fire to make sure he got the point. Wenn wir jetzt nicht die Position gehabt hätten mit Sung, hätte er... I figured his cronies would probably try and find somebody less scrupulous than myself. So I went ahead and called the news stations. Should keep them off your back for a while. I appreciate that. Hey, no problem, buddy. I want to lay low for a while, but I'll be in touch. Be seeing you, Mike. Also, wie gesagt, wenn wir nicht so eine gute Position zu Heck gehabt hätten, hätte er wahrscheinlich die 5 Millionen genommen und uns ans Messer geliefert. That should buy me a little time to get out of Taipei. Better get moving. So, wieder eine Hellback Traumsequenz, oder? Ja. And so this is the result of your efforts in Taipei. Chaos in the streets, an assassination attempt against the president of Taiwan. Well done. There was gonna be unrest no matter what I did. Just an attempted assassination would be enough to create a panic. But with Sung alive, there's at least a chance of reining it in. Now you're beginning to understand. I admit, the lack of an identified assassin might slow things down, but the people already believe the assassin was a Chinese agent. Omen Deng's escape won't stop the push for independence from growing stronger. You managed to escape Taipei undetected, largely because of an anonymous tip identifying a man called Wen Shu as the attempted assassin. Stephen Heck's work, I trust? Professional favor. Now I owe him one. It's pretty much how the spy business works. You have a knack for engendering trust. A useful skill for an intelligence agent. Must be my winning personality. That's all you cared about, then? Destabilizing Taipei? You should pay more attention to global politics, Agent Thornton. If Taipei pushes for independence, the People's Republic will prepare for war. If China prepares for war, so does the U.S. And millions of people die so you can secure a weapons contract or two. War is good for business, Mike. Cold War is even better. Tja, das ist das große Geheimnis jedes Waffenfabrikanten. Der Kalte Krieg ist das Beste. So, haben wir noch E-Mails oder irgendwas? Ja, neue E-Mails. Mina Sang, abgefangene MI6-Nachricht. Hi Mike, in einem meiner Filter ist das hier hängen geblieben. Interessiert dich vielleicht? Bei Absender und Empfänger handelt es sich um britische MI6-Agenten. Ich frage mich, wie lange es dauern wird, wenn überhaupt jemals, bis die Öffentlichkeit erfährt, wer hinter dem Angriff auf Shahid steckt. Okay, alle meine Kontakte bestätigen ein Attentat auf Shai Shahid. Vorläufige Berichte deuten auf Ermordung durch einen Cruise Missile. Brauche mehr Details. Israel, USA, beide sind still, aber unvereinbar still.
Sie haben ihre Gesprächsthemen nicht im Kopf und das bedeutet darauf hin, dass es für sie eine Neuigkeit ist. Okay, ab ins Archiv. Gefangen in Taipei. Hi Mike, kaum zu fassen, ich bin noch immer in Taipei. Ich schätze, du hast es rausgeschafft. Ich kann gar nicht glauben, dass Shung die Schüsse überlebt hat. Wahrscheinlich war er paranoid genug, die kugelsichere Weste zu tragen. Wer auch immer dahinter steckt, versucht es bestimmt wieder und zielt auf den Kopf. Verständlich, dass er der Öffentlichkeit fernbleibt und nicht nur aus Angst vor Attentätern. So, nochmal zurück. Die Aufstände sind außer Kontrolle. Es passiert zu viel, um jetzt einfach zu gehen. Die Lage war auch nie so angespannt. Teile der Stadt sind isoliert und die Ausgangssperre wurde verhängt. Die Menschen sind aufgewühlt und beschuldigen alles und jeden, ohne die Fakten zu kennen. Und die Opferzahlen steigen weiter. 30 Tote heute, viele weitere verwundet. Die Chancen auf friedliche Demonstrationen verschwinden. Was auch immer hier passiert, ich spüre, dass es eine Kettenreaktion in ganz Asien auslöst. Scarlett. Mike Thornton. An Mike Thornton. Notiz für mich. Daten über VCR-RC-Ausstattung. Ursprüngliche Nachricht. Mr. Leland. Wie Sie es vorausgesagt haben, schwimmt die Volksrepublik China buchstäblich in US-Dollar und zahlt ziemlich gut für Waffen. Die taiwanesische Regierung kann damit nicht mithalten. Wir haben ihnen deshalb Sonderkonditionen eingeräumt. Ich denke, so könnten wir die Ausschreibung für ihre Autobahnsanierung umgehen. Im Anhang befindet sich eine Liste der verkauften Posten. Wir haben besonderen Wert darauf gelegt, Waffen mit unterschiedlichen Munitionsanforderungen zu verkaufen. Denn im Kriegsfalle wollen wir ja schließlich nicht, dass sie sich gegenseitig um Munition anpumpen, sondern zu uns kommen, um mehr Munition zu kaufen. Sollten sich beste Freunde als Erfolg erweisen, dann sollten sie unbedingt versuchen, unsere militärischen Berater an den Mann zu bringen. Natürlich für beide Seiten. Ich schlage vor, wir forcieren das Fremdsprachentraining, damit wir diesen Fall über ausreichend Kapazität versorgen. So, die E-Mail habe ich irgendwo unterwegs aufgesammelt und da kann ich die jetzt verschicken, antworten. Ich kann die entweder an Halbeck schicken. Mr. Jacobs, wahrscheinlich ist das Einzige, womit man Geld verdienen kann, womit man mehr Geld verdienen kann, als einen Gewinn aus Krieg zu schlagen, Kriegsgewinnler zu erpressen. Man bekommt ihr Geld und muss lediglich 2 Minuten opfern, um eine Pressemail zu schreiben und nochmal 5 Minuten, um unter falschem Namen ein Schweizer Bankkonto zu eröffnen. Sie kennen das Spiel, diese Information kann jeden Einzelnen erreichen, der sie verklagt, verhaften, feuern oder umbringen will. Verglichen mit diesen Leuten bin ich nur ein netter Kerl, der für seine Verschwiegenheit ihr Geld verlangt und jetzt es zahlt hat. Oder wir können es auf den Schwarzmarkt verkaufen. Ich hätte da ein paar Informationen an den Meistbietenden zu verkaufen, interne Mitteilungen über Halbeck Internationals Bemühungen, einen Krieg zwischen China und Taiwan zu provozieren, um Waffen und Söldner an beide Seiten zu verkaufen. Bitte das Geld direkt auf mein Konto überweisen. Oder wir schicken es an Scarlett. Mrs. Lake, hab ein paar schmutzige Geheimnisse über Halbeck herausgefunden, die eine interessante Titelstory ergeben würden. Halbeck schenkt sowohl Waffen an die Volksrepublik China als auch an Taiwan zu verkaufen. Das Einzige, was noch profitabler ist als der Verkauf von Waffen, ist der Verkauf von Waffen an beide Parteien eines Konfliktes. Keine Ahnung, ob das wirklich illegal oder einfach nur moralisch total verwerflich ist. Ah, ich bin sicher, die taiwanesische und chinesische Medien wären über die Informationen erfreut. Und wir schicken es an Scarlett. Tschüss und raus geht's. Ja. Dafür kriegen wir gleich einen Freundenspunkt von Scarlett. Ab ins Archiv. Und da nochmal Nina Tang. Mehr über Deus Vult. Deus Vult, auch übersetzt als Deus Lol Vult oder Die Le Vult, falls du frankophil sein solltest. Es bedeutet Gott will es und stammt aus der Zeit der Kreuzzüge. Außerdem ist es der Name einer komplett abstreitbaren, offiziell nicht existierenden Abteilung der US-Regierung, die sich mit nicht der rechtschaftspflichtigen unterliegenden Spionageeinsätze befasst. Deus Vult ist der Vorgänger von Alpha Protocol. Aha. Auf Parkers DV-Server rumzuschnüffeln war äußerst erleuchtend. Parker scheint als Buchhalter und Analytiker für Deus Vult tätig gewesen zu sein. Er war zwar nie in einem Ansatz, hatte seine Finger aber trotzdem bei politischen Morden, erzwungenen Aussagen, Überfällen unter falscher Flagge, Partisanangriffe und sogar bei Wahlbetrug und dem Verhör von US-Bürgern im Spiel. Zumindest soweit ich die Lage beurteilen kann. Parker hat kein Tagebuch geführt und E-Mails gab es zu der Zeit auch noch nicht, aber Parker ist eine menschliche Rechenmaschine und er kann über Kosten, Todesopfer und finanzielle Konsequenzen seiner Arbeit genau Buch geführt. Er hat, irgendwo steht da.
Du solltest mal das Arbeitsblatt sehen, auf dem er ein Diagramm zur Wirkung von staatsfinanzierten Morden auf die Wahlbeteiligung erstellt hat. Gruselig. Auf dem Server sind jede Menge Daten zu der Ausgabe über diverse Operationen, aber nicht über deren Ziele. Sollte die Zeit es erlauben, werde ich mich noch weiter in die Archive umsehen. Okay. Das heißt, der gute alte Parker, der steckt da ganz tief drin. So, das war's. Taipei ist gesichert. Jetzt bleibt uns Moskau oder Rom. Ich würde sagen, wir gehen nach Rom. Wir können. Ne, nach Moskau. Wir gehen nach Moskau. Operation Blutfeder, aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt.